Es gibt sie endlich, diese Momente. Momente, in denen ich mit mir alleine eine gute Zeit haben kann. Momente, die ich inzwischen aktiv suche. Ich habe erst vor kurzem verstanden, was passiert ist. Ich bin introvertierter geworden. Und ich glaube, wir haben ein falsches Bild davon, was es eigentlich bedeutet, introvertiert zu sein. Manche werden jetzt vielleicht sagen, was, Dennis, du und introvertiert, davon hast du doch gar keinen Plan. Du kannst doch gut mit Leuten, bist nicht socially awkward, sprichst hier ohne Probleme in die Kamera. Doch, dafür gibt es tatsächlich einen Grund. Als ich noch klein war, wurde ich viel ausgegrenzt. Ich hatte Schwierigkeiten, dazuzugehören. Ich war der Weirdo. In meiner Jugend war es dementsprechend wichtig, mich als Teil von einer Clique zu fühlen. Ich organisierte Partys, wollte möglichst viele Leute kennen. Dazu zu gehören, war für mich alles. Es war meine Überlebensstrategie. Ich war definitiv das, was Leute als extrovertiert bezeichnen würden. Ich liebe es einfach, mich mit neuen Menschen zu connecten, spannende Gespräche zu führen und den ein oder anderen neuen Impuls zu bekommen. Doch die Art und Weise, wie ich das angehe, das hat sich fundamental verändert. Ich erinnere mich noch an diesen einen Morgen. Ich war am Abend zuvor auf zwei Partys unterwegs. Jetzt strahlte die Sonne in mein Zimmer. Ich fühlte in mich und merkte, ich fühle mich leerer als zuvor. Die Energie, die ich auf Partys verströmt hatte, kehrte nicht immer in gleicher Form zu mir zurück. Ich hinterfragte mein Verhalten. Ist es wirklich so wichtig, jede Party mitzunehmen? Liegt der Wert alleine darin, möglichst viele Leute zu kennen? Ich begann, andere Quellen der Energie zu suchen. Welche, die mich nicht nur Energie kosten, sondern durch die ich mich auch aufladen konnte. Etwas, das langfristiger wirkt. Die Suche nach Tiefe. Nach Phasen von Selbstoptimierung und einem immer mehr entdeckte ich, dass alles zu viel und die Welt um mich herum zu schnell wurde. Auf der Suche nach echter Tiefe lag der erste Schritt, so entdeckte ich, in der Verlangsamung. Ich kreierte bewusst Momente des Innehaltens, um die Farben der Blumen zu bewundern oder den Wind auf der Haut zu spüren. In dieser Verlangsamung fand ich die Zeit, um mich mit den Dingen zu verbinden, die ich oft vorher übersehen habe. Die kleinen Wunder des Alltags. Die langsamen und ruhigen Momente, in denen ich alleine mit meinen Gedanken war, gewannen an Bedeutung. Ich erkannte, dass mein Bedürfnis nach Stille nicht aus einer Abkehr von der Welt resultierte, sondern dem Wunsch, sich mehr mit ihr zu verbinden. Der Mut, sich selbst zu begegnen. Alleine sein ist für mich ein noch nicht lange bekannter Zustand. Ich habe sie um jeden Preis vermieden, aus Angst vor der Leere und aus Angst vor der eigenen Verletzlichkeit. Zudem wurde es im Rauschen der Gesellschaft schwieriger, mir selbst zu begegnen. Meine eigenen Gedanken, Wünsche und Ängste wirklich zu hören. Sie lagen im Verborgenen. Doch ich war bereit, mit ihm zu begegnen.
Erst indem ich in mich ging, gewann ich Einblicke in das, was mein Leben und mich bis hierhin prägte. Welche Rolle Zugehörigkeit und Verbundenheit für mich spielen. Ich lernte, was mich wirklich im Innersten bewegt. Hier, erst in der Einsamkeit, entfaltet sich der Reichtum unserer inneren Welt. Der Wert von Beziehungen. Auch wenn die Zeit alleine einen unheimlichen Wert für mich hat, wirst du mich niemals erleben, wie ich jetzt sage, okay, kapsel dich ab, verbring nur noch Zeit allein. Ich bin davon überzeugt, dass wir andere Menschen brauchen. Und je besser wir daran sind, mit anderen Menschen zu kommunizieren, desto eher gelingt es uns auch, wirklich tiefe Bindungen zu Menschen aufzubauen. Das Ding hier, tiefe Verbindungen, die sind nicht einfach da. Manchmal hat man das vielleicht, dass man bei Personen merkt, hey, hier matcht es ab der ersten Minute, das kennt ihr vielleicht auch. Aber manchmal brauchen vor allem die tieferen Bindungen auch einfach Zeit. Die kann man nicht einfach mal eben kurz bei Flink bestellen. Ich kann zwar schnell mit Menschen connecten, aber noch nicht auf dieser tiefen Ebene. Ich erzähle vielleicht etwas, was mich bewegt, vielleicht auch, was mich geprägt hat auf dem Weg, aber mache mich zum Anfang noch nicht so verletzlich wie im späteren Verlauf. Das braucht erst Vertrauen. Mittlerweile habe ich zwar immer noch sehr viele Kontakte, aber wirklich enge Freunde, davon habe ich nur eine Handvoll. Und mit denen pflege ich aber umso intensivere Beziehungen als noch in der Jugend. Und das schätze ich umso mehr. Ich glaube, es gibt da draußen noch oft ein Schwarz-Weiß-Denken, was Introversion angeht. Entweder man ist ein Introvert oder man ist keiner. Und ich glaube, es gibt auch Nuancen dazwischen. Und gerade über die letzten Jahre habe ich auch immer mehr zu verstehen gelernt, was das eigentlich genau heißt, introvertiert zu sein, es schätzen gelernt und bin tatsächlich auf dem Weg, selbst mehr introvertiert geworden. Ich schätze Introvertierte vor allem dafür, dass sie oft nach dem Weniger streben und nicht nach dem Mehr. Dass sie sich in der Stille aufladen und dass sie nach tiefer greifenden Erfahrungen suchen, mehr nach Qualität als nach Quantität. Wenn du auch merkst, dass du introvertierte Anteile in dir hast, dann möchte ich dir hier mit diesem Video sagen, schäm dich nicht. Leb sie aus und begrüße sie, denn ich glaube, wir können mehr Introversion in dieser Welt gebrauchen, die vor allem auch von Extrovertierten dominiert wird. Je mehr wir Menschen haben, die sich selbst verstehen, desto eher kommen wir auch zu einer Welt, die lebenswert ist und in der auch noch unsere Enkel eine schöne Welt vorfinden werden. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal für euer Feedback und eure Kommentare in den letzten Videos bedanken. Ich finde es einfach wunderschön, wie schön wertschätzend wir hier unter den Videos kommentieren und diskutieren können. Und ja, schätze das wirklich sehr. Das wollte ich euch nur nochmal sagen. Ja, so macht mir das Ganze ja auch viel mehr Spaß, auch die Videos zu produzieren, wenn wir da am Ende auch zusammen irgendwie in den Austausch gehen können. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, dich hier im nächsten Video wiederzusehen und sage bis dann, pass auf dich auf.